Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe die Laura vom Kanal Little Rebel bei mir. Hallo! Heute machen wir ein Highschool Musical Filmquiz und ich bin schon sehr gespannt. Wir machen wie immer ein Quiz, wo ihr auch mitmachen könnt. Das heißt, schreibt euch eure Punkte mit und dann könnt ihr am Ende schauen, wie gut ihr wart und ob ihr besser wart als wir. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben die Fragen hier vor uns und unser Quizmaster im Chat wird uns dann immer sagen, ob die Antworten richtig oder falsch sind. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen direkt an. Ich bin gespannt. Oh Gott. Die erste Kategorie. 5 Fragen mit Auswahlmöglichkeiten. Wir können 5 Punkte kriegen. Laura, bist du bereit? Ja. Wie heißt der Regisseur des Films? A. Bill Borden, B. Kenny Ortega oder C. Don Schein? Weißt du's? Mhm. 3, 2, 1. B. Ja. B. Kenny Ortega. Der hat noch andere Disney-Filme gemacht, die ich mag, deshalb. Was schenken die Wildcats den Mathestrebern im ersten Teil? A. Kuchen, B. Basketball, C. Mathebuch. 3, 2, 1. A? Ja, ein Kuchen. Habe ich auch. Irgendwie mit Pi drauf, ja. Kann sein? Stimmt. Oder? Oh, oder? Stimmt. Ja? Welches Lied singt Troy, als er im ersten Teil auf Gabriellas Balkon geklettert ist? A. Breaking Free, B. Start of Something New oder C. Every Day? Ich glaube, ich hab's. Doch, ja, okay. B? Nee, A, oder? Was? Weil die doch am Ende, ich dachte, das ist doch das Duett, was die zusammen singen, oder? Oh, Start of Something, oh shit! Und dann so, The Start of Something. New. New. Was gesteht Sieg, als alle in der Cafeteria Mittag essen und dann Stick to the Status Quo singen? A, er spielt heimlich Cello mit Anzug und Krawatte. B, er tanzt gerne Hip-Hop, das ist seine Leidenschaft. Oder C, er backt gerne vor allem Creme Brûlée. I like to pop and rock. Jam and break. 3, 2, 1. Creme Brûlée. Yay. Keep your voice down low. Troy und Gabriella vergleichen das Stehen auf der Bühne mit dem A, Alltag, B, Karussell oder C, Kindergarten. C? Kindergarten? Ja. Yeah. Weil sie sagt doch It's irgendwann mal, ja, dass im Kindergarten einfach ist, Freunde zu finden und sowas. Das war das Einzige, ja, was genau. Aber ich habe es gerade nicht mit der Bühne verbunden. Es war Glück. Weiter geht's mit Kategorie Nummer 2. Und zwar müssen wir dort Lyrics vollenden. Es gibt wieder 5 Stück und wir können 5 Punkte sammeln. Ready for some sunshine, for my heart to take a chance. Ich wollte schon fast singen. Okay, Moment, aber was sagen die denn danach? Mhm. Ich weiß, was danach die Zeile ist. Hä? Ich komme gerade auch gar nicht drauf. Gib auf. Und der Quizmaster schreibt einen Countdown. Okay, 4, 3, ich sage... 3, 3. Also, es ist was? Ja ready for some sunshine, for my heart to take a chance. Und dann, und dann ready for a summer romance. Irgendwas mit moving? I'm here to stay, not moving away, ready for a summer romance. Oh mein Gott, macht so Sinn! I'm here to stay, not moving away. Ich hoffe, bei dir zu Hause läuft es besser. Voices in my head tell me they know best. Okay. Es kann nicht sein. Ohne Mist, ich glaube, bei mir ist wirklich dieses Problem, dass ich die meisten Songs noch so von früher und gar nicht so krass die Texte kann. Nicht. Got me on the edge, they're pushing, pushing, they're pushing. Richtig! Yes! Nummer 3. Mhm. Take my hand, I'll take that lead and every time and every turn will be safe with me. Also ich weiß die zweite Zeile, glaube ich. Aber die erste bin mir nicht sicher. Okay, 3, 2, 1. Ich habe immer so Take und dann bla bla bla. Let the music be your guide. Don't be afraid, afraid to fall. You know, I catch you through it all. Oh mein Gott, das reicht. Yes. Okay, Song Nummer 4. Why... Ich wollte schon... Okay. Why am I... Why am I feeling so wrong? My head's in the game. 3, 2, 1. But my heart's in the song. You make me feel so right. Ja, das habe ich auch geschrieben. Yeah. She makes me feel. Oh, she makes. This feels so right. Oh. Hm. Dann ist es ja irgendwie falsch, was wir geschrieben haben. Shit. So why am I feeling so wrong? It's in the game. Look at me and what do you see? Okay. Ich komme gerade nicht mehr auf den Song. Das ist wirklich traurig. Auf den Song oder auf die Lyrics? Auf beides. Look at me and what do you see? Oh mein Gott! nee, das macht keinen Sinn. Okay, 3, 2, 1. Intelligence beyond compare. Uh-huh. But inside I am stirring, something strange is occurring, it's a secret I need to share. Ja, das stimmt. Ich hab's verwechselt. Ja, aber Intelligence beyond compare. Secret obsession.
bist du bereit für Kategorie Nummer 3, die Schätzfrage? Mhm. Wie viele Minuten dauert der erste Film? Okay. Achso? Ja, ich hab's. 3, 2, 1. Ich hab 91 Minuten. Ich hab 93. 98? 98 Minuten. Voll gut. Ich bin eher dran. Ich dachte so. Ja. Ja. Kurze Party. Das muss gefeiert werden. Wir machen weiter mit Wer hat das gesagt? Wir müssen also sagen, raten, wissen, hoffentlich, wer diese Zitate gesagt hat. Wir können 5 Punkte sammeln. Mr. Danforth, dies ist eine Stätte des Lernens und kein Hockeystadion. Ich weiß nicht, wie man... Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die... der das verheiratet ist oder nicht. Gut gerettet. Kein Hinweis geben. 3, 2, 1. Miss Darbus? Ja, hab ich auch. Ah, yes. Doch, die ist verheiratet. Vor allem jedoch entscheide ich mich für die Frau meines Herzens. Die Universität ist nämlich ganz genau 52,6 Kilometer von dir weg. Ja gut. Ja gut. Ziemlich eindeutig. 3, 2, 1. Troy. Ja, im dritten Teil. Yes. Ganz richtig. Das Mädchen sollte lieber stricken oder einen Sport machen, bei dem sie sich nur selbst was tun kann? Keine Ahnung. Was? Ah! Mhm. Okay. Mhm. 3, 2, 1. Chad. Chad? Ja. Weißt du wo? Da wo Champagne halt. Ja, genau, Golf, ja. Ihr werdet in den Ferien schön euer Spiel verbessern und dann geht es im Herbst um die nächsten Meisterschaften. Ja. Ja, okay. 3, 2, 1. Mr. Bowden? Ja, den habe ich auch. Wie wir nicht seinen Vornamen wissen. Ja, wie heißt der? Jack Bolton. Ja, klar. Ich bin sicher, wenn sie einen Weg finden würde, sowohl Romeo als auch Julia zu spielen, dann hätte ihr Bruder nicht mehr so viel zu tun. Okay, aber wer sagt das? Nicht mehr viel zu tun. Mhm. Boah, das ist schwer. Wer sagt das? Ah, gut, ich... Okay, ich habe eine Idee. Ah, ja, okay. Okay. 3, 2, 1. Taylor? Okay, habe ich auch. Taylor McKesson. Okay, krass. Cool. Yes. Weiter geht's mit Kategorie Nummer 5, und zwar Themenrunde. Und wir müssten gegenseitig immer etwas Bestimmtes zu diesem Thema beitragen. Und du fängst an, Laura. Und die Aufgabe ist, nenne weibliche Charaktere aus High School Musical. Ah, okay, cool. Gabriella. Taylor McKesson. Kelsey. Sharpay. Martha. Miss Darbus. Miss Bolton. Miss Montez? Nein. Okay, schade. Ja, cool. Hä, warum weiß man denn nur so wenige Namen? Wie krass ist das, wenn man so viele Charaktere eigentlich hat? Ja, sind das nur so wenig Charaktere? Vielleicht kommt einem das nur so vor, als wenn das so viele wären. Oh, Tiara Gold. Ja, okay, aber das... Ja, gut. Da hätten wir auch drauf kommen können. Wenn euch übrigens solche Quiz-Videos gefallen, dann vergesst nicht auch mal meinen Kanal zu abonnieren, denn ich lade jede Woche Dienstag um 15 Uhr ein neues Video online, immer generell zu den Themen Filmen und Serien. Schätzfrage. Wie viele Teen Choice Awards gewann der erste Teil? Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt einen gewonnen hat. Same. Okay, ich habe eine Zahl. Okay, 3, 2, 1. Ich sag 2. Ich habe 3. Oh, 3, du hast recht. Ja, was für Glück. Bist du bereit für die schwerste Kategorie? Ja. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie, und zwar Fragen ohne Auswahlmöglichkeit. Es wird 3 Fragen geben, und weil es ohne Auswahlmöglichkeit ist, kriegen wir auch die doppelte Anzahl an Punkten, wenn wir richtig liegen. In welchem Jahr wurde High School Musical das erste Mal veröffentlicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir 0,0 sicher. 3, 2, 1. 2005? 2006. Ja, oho. 2006! No. Krass. Welches Lied singen Sharpay und Ryan beim Casting zum Wintermusical im ersten Teil? Mhm. 3, 2, 1. What I've been looking for? Bob. Was? Oh, ja klar! Stimmt, das ist Casting. Und bei dem Recall singen die Bob to the Top. Ja! Nein! An welchem Ort erinnern sich Troy und Chad an ihre Kindheit und singen The Boys Are Back? Ja. Okay. Schrottplatz? Schrottplatz! Ach. Ja! Ich hatte schon Angst, dass man irgendwie den Namen von dem Schrottplatz sagen muss. Ich glaube, ich habe gewonnen.
Schreibt uns auf jeden Fall jetzt eure Punktzahl in die Kommentare oder stimmt hier oben in der Infocard ab. Ihr könnt nämlich auch hier sehen, in welche Kategorie ihr es geschafft habt. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von High School Musical habt, schaut gerne mal auf dem Video auf Lauras Kanal vorbei, denn dort haben wir auch ein Quiz gedreht. Das findet ihr direkt einmal hier oben. Und hier unten verlinke ich euch noch weitere Quiz-Videos von mir. Wenn ihr also Bock darauf habt, klickt gerne mal hier durch. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Und danke, Laura, fürs Vorbeischauen. Danke, dass ich mitmachen konnte. Ciao. Tschüss.